Kennst du schon Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu an, der Nachbar des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, thumma amma ba'd. Abu Ayyub al-Ansari gewährte dem Propheten Muhammad alaihi salatu wa salam nach seiner Auswanderung von Mekka nach Medina 7 Monate Gastfreundschaft. Er lebte in seinem Haus. Sie einigten sich am Anfang, dass der Prophet alaihi salatu wa salam im unteren Stockwerk lebt und Abu Ayyub al-Ansari im oberen Stockwerk mit seiner Frau. Warum? Wegen den Gästen, die kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das wäre einfach. Aber eines Abends, als Abu Ayyub al-Ansari eine Schüssel, die der hatte, mit Wasser ausgibte und er sich darum Sorgen machte, dass das auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam fallen konnte und aber auch sich darüber Gedanken gemacht, dass der mit quasi über dem Propheten steht und drauf geht, und auch die Sorge trug, dass er zwischen die Offenbarung ist und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, einigte sich mit den Gesandten alaihi salatu wasallam, dass sie die Stockwerke tauschen und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im oberen Stockwerk lebt und Abu Ayyub al-Ansari im unteren Stockwerk. Nachdem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Masjid al-Nabawi zu Ende gebaut hat und sein Haus, war Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu weiterhin sein Nachbar. Und sie hielten einen sehr, sehr engen Kontakt. Abu Ayyub al-Ansari hat öfters Lebensmittel genommen und Nahrung genommen und hat das vor dem Tür des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelegt und seiner Familie gegeben, wenn der Prophet alaihi salatu wasallam nicht anwesend war. Abu Ayyub al-Ansari wurde 80 Jahre alt. Somit war Abu Ayyub al-Ansari einer der ältesten Sahaba, radiallahu anhum, die man kannte und die Welt gesehen hat. Und er hat fast in jeder Schlacht mitgemacht vom Propheten alaihi salatu wasallam in seiner Zeit. Abu Ayyub al-Ansari wurde mit 80, liebe Geschwister, begraben vor den Mauern von Konstantinopel in einer Belagerung in seiner Zeit. Das war Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu. Jetzt, wo du diesen Sahaba kennst, mein Bruder, meine Schwester, teile es mit der Umma und gebe den Leuten dieses Wissen weiter über diese edlen Menschen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.